Erstmals in der Kärntner Sportgeschichte wurden heuer zwei Snowboard-Europacup-Läufe zur Durchführung gebracht. Beinahe wurde das internationale Top-Event auf der Simonhöhe Mittelkärnten wegen der nicht optimalen Wetterlage abgesagt. Also es war echt Stress, glaube ich, die letzte Woche. Dienstag am Abend haben wir gedacht, das Rennen wird nicht stattfinden, wie so Montag, Dienstag so warm war und der Hang sehr aufgeweicht war. Aber die Anmeldungen waren da und am Mittwoch in der Früh haben wir dann gesagt, das ziehen wir auf jeden Fall durch. Über 100 Teilnehmer aus 17 Nationen waren zur Europacup-Premiere nach Kärnten gekommen. Neben Damen und Herren, welche primär in Europacup starten, mischten sich auch eine ganze Reihe an Weltcup-Startern. Sogar Olympiasieger und Weltmeister waren dabei. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Wir haben teilweise 1000 Punkte Fahrer, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und ich glaube, man hat es auch gesehen bei den Läufen, auch bei den Finalläufen dann, wo wirklich das Eis dann schon heraus war. Die Karfen da drüber, ein unglaubliches Niveau, was wir gesehen haben. Natürlich sehr stolz. Wie wir alle wissen, ist es nicht selbstverständlich, ein Europacup-Rennen überhaupt veranstalten zu dürfen. Es ist das einzige zurzeit in Kärnten, was über die Bühne gegangen ist. Und da bin ich natürlich sehr stolz. Und ja, natürlich 17 Nationen mit über 100 Starter, das macht uns sehr stolz, dass das bei uns stattfinden darf. Die 400 Meter lange Strecke am Hochheck präsentierte sich im perfekten Zustand. Gefahren wurde ein Parallelslalom. Nach der Qualifikation erfolgte ein Single Run der Top 16 Damen und Herren. Bei den Damen zeigte, wie schon so oft, die 47-jährige Salzburgerin Claudia Riegler groß auf. Erst im Finale war gegen die Russin Natalia Soboleva durch einen Sturz Endstation. Bin vielleicht ein bisschen zu viel übers Limit gegangen. Ich wollte halt nochmal einen Vollgaslauf überlegen. Eben ist mir nicht ganz aufgegangen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Und ich muss echt sagen, gut ab vor dieser Organisation, wie da alle super zusammengeholfen haben und so ein wirklich Weltcup-würdiges, also wirklich auf Weltcup-Niveau Rennen durchgeführt haben. Ja, die Claudia, wir sind sehr stolz, dass sie da war. Die Claudia ist wirklich Grand Dame des österreichischen Snowboard-Sports parallel. Und sie hat den Metanetz gezeigt, dass sie perfekt mitfahren kann. Ne? Sie hat auch nur ganz knapp das Finale dann in Wahrheit verloren und ist auch sehr glücklich, dass sie da fahren kann. Bei den Damen gewann Natalia Soboleva vor Claudia Riegler und einer weiteren Russin Milena Bykova. Beste Österreicherin war die Kärntner Nationalteamfahrerin und Weltcup-Starterin Sabine Schöffmann. Mit einem Europacup-Erfolg in der Lenzer Heide angereist, wurde die Drasendorferin Neunte. Endstation war bereits im Achtelfinale. Ja, leider. Also ich habe zum Schluss nochmal voll Gas geben müssen. Also wir waren gleich auf und habe dann halt alles riskiert. Leider ist es diesmal nicht aufgegangen. Bei den Herren war Lokalhero und Sabines Freund Alexander Bayer absolut top drauf. Erst im Viertelfinale war gegen den späteren Gesamtgewinner Darren Gardner aus Kanada Endstation. Freut sich aber trotz allem über Rang 5. Ja, also natürlich bin ich relativ zufrieden mit dem 5. Platz. Man kann immer noch was besser machen, aber ich habe gegen einen heutigen Sieger verloren und der hat es ja wirklich voll verdient gehabt. Mit Rang 5 war Bayer bester Österreicher. Zweitbester wurde der junge Fabian Oppmann aus dem Mittelkärntner Ort Meißelding. Der 24-jährige Weltcupläufer erreichte bei diesem Spitzenfeld Rang 12. Der Sieg ging an Darren Gardner Kanada vor dem zweifachen Olympiasieger Vic Wild Russland und dem Weltmeister Andrei Sobolev Russland. Sportland Kärnten hat sich wieder von seiner besten Seite präsentiert. Es ist eine grandiose Veranstaltung. Ich muss wirklich sagen, wenn man es dann live vor Ort sieht, mit welcher Dynamik, mit welcher tollen Einstellung die Sportler hier zu Werke gehen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Also ich muss sagen, wenn man mal sieht, was da an Helferschar notwendig ist, um so ein Rennen zu realisieren, dann ist es sehr beeindruckend und wir wissen, warum wir seit über 20 Jahren Sponsor sind und diesen großartigen Sport in Kärnten unterstützen. Ja, wenn man sieht, was da heute realisiert worden ist, dann macht einen das schon auch sehr, sehr stolz. Ja, ich glaube, wir haben hier jetzt FIS-Rennen gesehen, haben da ein paar FIS-Rennen sehr gut absolviert. Diesmal das erste Mal Europacup, ist organisatorisch alles top gelaufen. Und der Hang und die Verhältnisse hier lassen auch mehr zu. Nur ich denke, das muss natürlich wachsen und die Voraussetzungen dafür müssen gegeben sein. Aber es ist möglich.
Gemeint ist dabei vielleicht ein Weltcup-Bewerb. Vorerst wird es aber laut Veranstalter noch mit Europacup-Rennen auf der Simon-Höhe Raum Mittelkärnten weitergehen.